Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stöpselkopf. Nicht zu irgendeiner Ausgabe, nicht zu irgendeinem Projekt. Wir starten ein Großprojekt, nicht das Großprojekt, wofür wir hier die ganze Zeit die 1 Euro sammeln, aber schon ein vergleichbares Großprojekt. Und dieses Großprojekt hatte ich schon mehrfach mal angekündigt, allerdings nie wirklich erwähnt, worum es überhaupt gehen könnte und so weiter. Ich hatte da immer mal so ein paar kleine Spitzen losgelassen, aber jetzt nichts Konkretes, worum es geht, wovon es handelt, was wir da bauen und so weiter. Bevor wir allerdings dieses Thema angehen, möchte ich dazu noch ein paar Worte sagen, weil es steckt da eine Geschichte dahinter, die doch außergewöhnlich ist und nicht jeden Tag auftritt, und es sind da so viele Facetten drin, die ganz einfach auch mit in dieses Projekt einfließen sollen und was ihr natürlich dazu auch erfahren sollt, dass ihr das Ganze auch vielleicht ein bisschen mehr versteht. Diese ganze Geschichte hat eigentlich nur mit einer einzigen E-Mail angefangen, wo eine Frage drin stande, ob ich denn nicht noch irgendeine Maschine bräuchte, um mein Repertoire ein bisschen zu erweitern, um vielleicht noch ein bisschen ein anderes Thema bei Stöpselkopf aufzugreifen, um noch irgendwelche anderen Sachen bauen zu können, nur mit Hilfe dieser Maschinen. Und anhand war da auch noch eine Liste dabei, was er von Maschinen gerade rumstehen hat, die er selber aber gar nicht mehr braucht. Bis dahin war ja alles gut. Ich habe mir die Liste durchgelesen, was das so für Maschinen sind. Habe natürlich auch ein bisschen im Netz recherchiert, was das für Maschinen sind, was die für Vorteile haben, was die für Nachteile haben und so weiter. Und ja, also die Maschinen an sich waren, glaube ich, 4 Stück oder 5 Stück. Wo ich allerdings bei den Recherchen dann so festgestellt habe, die Maschinen sind einfach mal nichts für mich. Zum einen war da eine Bandsäge dabei, wo ich sagte, ja, eine Bandsäge habe ich schon. Auch wenn sie mich von Anfang an eigentlich so ein bisschen gereizt hatte, weil der Maschinentisch einfach ein bisschen größer ist. Also könnte ich auch ein paar größere Bretter damit sägen. Allerdings haben mich die anderen Maschinen nicht wirklich gereizt. Bis dahin war dann auch so das Thema, er wollte ganz einfach nur die Maschinen auch jemanden überlassen. Die hat er ja von seinem Vater geerbt, also der Ralf in diesem Fall. Und er wollte die Maschinen ganz einfach jemanden in die Hand geben, der die nicht irgendwie zerlegt und dann vielleicht nur als Ersatzteilspender verwendet. Und daher hat er dann mich angeschrieben, weil er wusste, dass der Vater mich verfolgt hat. Und ja, es ging dann auch ein bisschen hin und her, um das Ganze philosophieren. Und dann hat er mir auch noch ein Foto geschickt von dem Stöpselkopfaufkleber, den er auch aus der ersten Charge bekommen hatte. Genau so ein Stöpselkopfaufkleber war das damals. Das ist einer aus der ersten Charge gewesen und ich habe die Packy auch mal recherchieren lassen. Er war einer der allerersten, der, glaube ich, in der ersten Woche auch so einen Stöpselkopfaufkleber noch zugesendet bekommen hat. Also im vergangenen Jahr zu Weihnachten war das ja so mein Special. Und da hatte er auch schon einen Stöpselkopfaufkleber bekommen. Und daher sagte ich mir, okay, eine Bandsäge mit diesen Proportionen, okay, wie machen wir das jetzt, dass die allerdings zu mir kommt? Also aufgrund auch der Recherchen im Internet habe ich gesehen, die ist nicht gerade klein und demzufolge auch nicht gerade leicht. Demzufolge kam für mich nur noch in Frage, das Ganze über irgendeine Spedition laufen zu lassen. Daher habe ich mal 1-2 Leute angeschrieben, die ich persönlich kenne. Und dann kam auch prompt eine Nachricht zurück. Ja, können wir machen, muss so und so viel dafür bezahlen. So, jetzt kommt aber der Clou. Der Konstantin hat mir das Ganze arrangiert, dass diese Bandsäge zu mir kommt. Da kam aber noch die Frage auf, wie viel wird denn jetzt die Bandsäge für mich kosten? So, und gerade unter diesen Beweggründen, dass er sie einfach in gute Hände geben wollte, hat er sie mir einfach mal so spontan kostenlos zur Verfügung gestellt. So, der Konstantin hat das Ganze arrangiert, dass die Bandsäge zu mir kommt, wie erwähnt. Ich musste letztendlich nur die Versandkosten, die auch nicht so hoch waren, einfach nur bezahlen, so dass diese Bandsäge zu mir kommt. Ja, wie erwähnt, die ist nicht gerade leicht, aber dennoch, oh, will ich sie gerade mal mit ins Bild holen. Und da haben wir sie auch schon. Die Kitty 612 wird also meine neue Bandsäge werden. Und ich möchte jetzt gerade noch gar nicht so viel auf die Maschine eingehen, weil die Geschichte geht noch ein bisschen weiter. Also, nachdem ich die Bandsäge bekommen hatte und natürlich schon mal so ein bisschen geschaut habe, was ich noch für diese Maschine brauche, also Sägebänder und Lager und so weiter, also was man vielleicht eventuell noch austauschen muss. Ich wollte ganz einfach ja auch ein großes Projekt daraus machen. Kurz darauf, 2 Monate später kam dann allerdings vom Ralf die nächste E-Mail, dass viele Interessenten an diesen Maschinen da Interesse gefunden haben,
allerdings vielmehr als Ersatzteilspender oder um ganz einfach irgendeine Maschine damit aufzubauen, also umzubauen. Und das hat ihm ganz einfach nicht gefallen, aus ganz einfach einem Grund. Wie ich schon erwähnt habe, sind diese ganzen Maschinen aus dem Nachlass von seinem Vater gewesen. Und diese Maschinen hat er wiederum damals geschenkt bekommen von seinen Eltern zu der Gesellenprüfung, die er da bestanden hatte. Und daher hing damals der Vater sehr an diesen Maschinen und hat sie gehegt und gepflegt und alles an Zubehör gekauft, was es für diese Maschinen gab. Und daher hing der Vater auch ganz einfach an diesen Maschinen, weil sie einfach eine Geschichte zu erzählen hatten. Und dann ist der Vater allerdings dann auch gestorben, was natürlich dann der Lauf der Dinge irgendwann nun mal ist. Was ein bisschen traurig an dieser Geschichte ist, der hatte sich ganz einfach für den Ruhestand schon eine neue Werkstatt gemietet, dann schon so langsam eingerichtet und quasi am ersten Tag, also einen Tag nach seinem Geburtstag, der wo quasi das auch so der Anfang von seiner Rente, von seinem Lebensabend war, ist er gestorben. Und das war halt eine Story an sich, die ich schon sehr traurig fand. Und ich fand es eigentlich auch so schön, dass der Sohn sich so bemüht, diese Maschinen in gute Hände zu geben. Und wie gesagt, hat er mich nach 2 Monaten nochmal angeschrieben, ob ich denn nicht doch die anderen Maschinen auch noch haben möchte. So, und ich habe mir dann ganz einfach nochmal die Liste aufgemacht, um zu schauen, naja, was sind denn noch für Maschinen dabei? Und da kam allerdings auch so das dazu, dass das Ganze in einem gewissen Zeitrahmen noch geschehen musste, weil er ganz einfach diese Werkstatt, die angemietet war, auch wieder abgeben musste. Also in diesem Fall auch noch Besen rein. So, und da hatten wir dann ein Zeitfenster, glaube ich, von 1 Woche oder 2 Wochen, dass diese Maschinen dort rauskommen, so dass er diese Werkstatt abgeben kann. So, hin und her geschaut, den Konstantin nochmal angeschrieben, der mir allerdings in diesem Zeitfenster auch nicht viel helfen konnte. Auch wenn er für eine Spedition arbeitet, gehört ihm diese Spedition nicht. Und da konnte er in diesem Fall mir auch nicht helfen. Und ja, dann habe ich ganz einfach geschaut, wo das genau ist. Und ja, letztendlich bin ich dann selber ins Auto gestiegen, bin 450 Kilometer nur hingefahren. Also das Ganze auch wieder zurück. Damit war natürlich auch ein ganzer Tag mal, ja, mal eben dahin. Und ich habe mir diese ganze Geschichte dann nochmal von ihm persönlich angehört, war dann auch in der Werkstatt, wo die Maschinen standen. Und dann fiel mir auch an der Wand ein Sticker auf, der jetzt im Übrigen auch hier bei mir ist. Er hatte da einige Sticker von YouTubern gesammelt, da war unter anderem meiner dabei. Und die mussten natürlich auch von der Wand ab, weil ich denke mal, der Vermieter hätte das auch nicht so toll gefunden. Und er wollte die Sticker einfach nur abmachen, damit er die Werkstatt auch abgeben kann. Und ja, er hat ihn nicht so sauber abbekommen, das sieht man auch auf dem Sticker. Aber ich will da jetzt gar nicht so groß drum rumquatschen. Ich habe ihm dann ganz einfach noch ein paar neue aktuelle Sticker überlassen, dass er da auch so ein kleines Andenken hat. Und ich fand es ganz einfach so toll, diese Story, dass ich da einfach gesagt habe, ich nehme diesen alten Sticker auch noch als Erinnerung mit, wenn ich jetzt schon diese Maschinen habe. Möchte ich das natürlich dann auch dementsprechend alles in Ehren halten. Also schlussendlich ist diese ganze Sache eigentlich für den Ralf relativ gut ausgegangen. Er konnte mit seinem Gewissen vereinbaren, dass er die Maschinen jemanden übergibt, der sie auch hegt und pflegt, sich auch um diese Maschinen kümmert und nicht einfach zerlegt oder zerhackstückt oder was man auch immer mit diesen Maschinen noch machen könnte. Und er war dann ganz einfach, wie gesagt, auch glücklich, dass er da jemanden gefunden hatte, dass er auch jetzt endlich mal mit dieser ganzen Thematik, mit dieser Werkstatt abschließen konnte. Das kann ich auch sehr gut verstehen, weil das ist nun mal eine Situation, mit der man erstmal umgehen muss. Nun mal ein Elternteil gestorben, dann hat man noch so eine Werkstatt an der Backe, mit der man selber vielleicht gar nichts anfangen kann, das weiß ich ja jetzt nur nicht. Aber wie gesagt, er wollte diese Maschinen eigentlich ursprünglich einer Schule zur Verfügung stellen, so dass er dann auch selber sieht, damit lernt jemand vielleicht dieses Handwerk. Das hat sich allerdings nicht so wirklich ergeben. Und daher ist er auf die Suche gegangen, dass er da jemanden findet, der natürlich dann auch diese Maschinen zu schätzen weiß. Und da war zum Beispiel unter anderem noch diese Fräsmaschine dabei. Ich möchte die jetzt auch nicht erst alle so groß auspacken. Die seht ihr ja im Projekt nach und nach. Ich glaube, jetzt muss ich Platz machen. So, dann haben wir hier noch eine Schleifmaschine. Dann haben wir hier noch eine Hobelmaschine, was im Übrigen auch so eine Kombinationsmaschine ist, also einen Abricht und einen dicken Hobel gleichzeitig.
Und dann haben wir hier natürlich noch diese ganzen Erweiterungen und Zubehörteile für die einzelnen Maschinen. Ich habe hier noch insgesamt, glaube ich, 3 Kisten an Zubehör mit allen Schienen, mit allen Winkeln und so weiter dazu. Also ich kann hier wirklich mein Hobby wunderbar frönen und natürlich erstmal schauen, wie diese Maschinen sich so handhaben lassen. Und ich muss natürlich auch so das eine oder andere wechseln. Und damit kommen wir dann eigentlich auch fast schon zum Thema. Ich räume erstmal kurz wieder hier ein bisschen ab. Für diejenigen, die sich da ein bisschen in diesem Metier auskennen, wissen, Kitty ist so die Marke, die so für diese Kombinationsmaschinen steht, die ganz einfach auf einen Tisch zusammengeschraubt werden, die aber wiederum von einem Motor nur angetrieben werden. Also jetzt nicht gleichzeitig, dass man hier wahlweise einfach den Riemen auf diesen Motor setzt, um die jeweilige Maschine zu betreiben, so dass natürlich auch die Kosten für diese einzelnen Maschinen ein bisschen niedriger war, als wenn man sich jetzt so eine komplette Maschine kauft, weil man eigentlich so gesehen nur diesen Maschinentisch kauft und den Motor dann schon sowieso stehen hat, wenn man ein, zwei von diesen Maschinen hat. Und ja, es ist so ein ganz großes Thema gewesen, was mich auch so ein bisschen hin und her gerissen hat, weil dieser Tisch, der wäre für mich jetzt ganz einfach mal nicht so sinnvoll, weil man da um diesen ganzen Tisch rings herumlaufen muss, um die einzelnen Maschinen zu benutzen. Und das mit dem Keilriemen oder mit dem Riemen umspannen, das ist auch so ein Thema für sich gewesen, was mich da auch so ein bisschen an Zweifeln gebracht hat, ob ich dieses Maschinensystem mir überhaupt hole. Und wie gesagt, aufgrund dieser Geschichte war ich mehr oder weniger fast schon dazu genötigt. Und ehe wir jetzt mit dieser ganzen Thematik anfangen, möchte ich noch einen Satz loswerden, den mir der Ralf auf den Weg gegeben hat, kurz nachdem wir quasi diese ganzen Maschinen ins Auto geladen haben und ich mich auf den Rückweg begeben habe. Und zwar waren das dann halt solche Worte, die mich jetzt auch schätzungsweise eine ganze Weile begleiten, auch ein bisschen verfolgen werden, aber dennoch auch motivieren. Es sind halt Worte, wo ich mich auch die ganze Rückfahrt gefragt habe, hat er sich diese Worte zurechtgelegt oder kam das ganz einfach aus diesem Moment heraus? Und das ging einem dann echt unter die Haut, wo man auch Gänsehaut bekommt. Und ich habe mir das Ganze auch mal aufgeschrieben, damit ich das jetzt auch halbwegs so rüberbringen kann. Viel Spaß mit den Maschinen und falls ich doch irgendwann mal wieder Sehnsucht nach meinem Papa haben sollte, schaue ich mir einfach deine zukünftigen Videos an, denn so sehe ich auch jemanden, der genauso viel Spaß mit den Maschinen hat wie mein Paps. Und diese Worte, also auf der ganzen Rückfahrt, also das ging mir von einem Ende bis zum anderen Ende immer wieder durch den Kopf und es sind halt, wie gesagt, Worte gewesen, die mir dann auch unter die Haut gegangen sind und die mich natürlich für dieses ganze, naja, für dieses ganze Großprojekt natürlich auch motiviert haben, diese Maschinen wieder so im Stand zu setzen, dass sie auch wieder tadellos funktionieren. Und das gehen wir natürlich in diesem Großprojekt an. In diesem Fall möchte ich natürlich jetzt erstmal nochmal den Konstantin und den Ralf danken. Also den Konstantin, der das damals mit der Spedition arrangiert hat, und den Ralf, grüß dich, der mir jetzt an dieser Stelle diese Maschinen zur Verfügung gestellt hat und ich werde sie definitiv hegen und pflegen und natürlich dann auch zu schätzen wissen, dass mir die ganzen hier so in dieser Form zur Verfügung gestellt wurden. So, wie sieht also dieses Projekt jetzt für die nächsten Wochen aus? Wir setzen jetzt alle Maschinen wieder in Stand. Also bei dem einen oder anderen werden wir jetzt die Lager tauschen. Wir schauen ganz einfach mal, was an welcher Maschine noch zu tun ist. Wir fangen natürlich mit einer Maschine an und arbeiten uns dann jetzt von Maschine zu Maschine. Wovon ich mich jetzt allerdings trennen möchte, dass diese Maschinen mit einem Motor betrieben werden. Also ich werde jetzt für jede Maschine noch einen Motor organisieren. Ich glaube, das ist es mir jetzt an dieser Stelle auch wert. Ich bin da jetzt ganz einfach auch, muss ich so sagen, wie es ist, ein bisschen faul und möchte jetzt nicht jedes Mal den Motor irgendwie umbauen oder mit den Riemen versetzen, so dass ich das Ganze betreiben kann, weil wenn man dann ein Projekt angeht, wo man dann einmal die Maschine braucht und dann einmal die, das ist natürlich ein Hin und Her. Daher sagte ich mir, wir schaffen uns jetzt ganz einfach für jede Maschine einen Motor an. Ist natürlich das Problem, dass wir die jetzt erstmal organisieren müssen, aber das soll jetzt erstmal eher mein Problem sein. Des Weiteren müssen wir natürlich schauen, dass wir für jede Maschine auch einen Werkzeugtisch herstellen. Das wird natürlich das auch mit verbunden sein. Also gerade für den Hobel, da brauchen wir natürlich schon einen, naja, etwas massiveren Tisch, auch zu dem, dass die Höhe passt und so weiter. Also dass wir das wirklich alles so instand setzen, dass ich mit diesen Maschinen auch arbeiten kann. Oh.
die hat echt ein bisschen Gewicht. Oh. Also als erstes gehen wir die Bandsäge an. Gerade aus den Gründen, dass es auch die erste Maschine war, die ich von dem Ralf bekommen habe, auch wenn ich ihn dann nicht persönlich gesehen hatte. Und laut den Erzählungen vom Ralf ist das auch die Maschine, die die meisten Probleme hatte bis zuletzt. Und daher sage ich mir auch, na okay, fangen wir auch gleich mit dieser Maschine an. Wie ich vorhin schon erwähnte, diese ganzen Maschinen sind ja eigentlich eine Kombinationsmaschine, die halt mit einem Motor betrieben wurden. Und sein Vater hat anscheinend auch schon die Meinung gehabt, ne, okay, Bandsäge und das alles auf einem Tisch ist blöd. Daher schaffe ich mir da einen separaten Motor an und betreibe die Bandsäge einzeln. War auch bis zuletzt dann der Fall, bis dann der Motor durchbrannte. So, sein Vater wollte das natürlich auch mit Beginn seiner Rente natürlich auch wieder instand setzen. Allerdings kam es ja nicht mehr dazu.